Wir fahren fort. Mit uns ist Herr Alfred Hoffner, ehemaliger Feuerwehrmann. Er ist in Rente gegangen vor ein paar Jahren. Wir wissen, dass hier in Medjugorje Hunderttausende geistige Erneuerungen es gibt. Aber es gibt auch körperliche Heilungen. Jetzt hören wir eine körperliche Heilung vom Herrn Alfred. Alfred, bitteschön. Ich möchte alle meine Landsleute aus Österreich und meine Freunde aus der Schweiz sehr herzlich begrüßen. Najprije, najsrdačnije pozdravljam svoje Austrijance. Wenn ich nun mein Zeugnis gebe, ako sada dajem svoje svjedočanstvo, dann werdet ihr verstehen, warum Međugorje meine zweite Heimat geworden ist. Onda ćete razumjeti zašto je Međugorje postalo moja druga domovina. Dieses Međugorje mit meinen Erlebnissen in meinem Leben, mit meiner Heilung und mit meiner Berufungsgeschichte hat mein Leben total verändert. Međugorje, moje zvanje, moje iscjeljenje, znači potpunu promjenu mojega života. 1984 war ich das erste Mal hier. 84. sam prvi puta bio ovdje. Damals hat mich meine Frau bei der Hand genommen, meine Frau Maria, und hat gesagt, dort fahren wir hin, weil dort müssen wir auch einmal sein. Tada me je žena uzela za ruku i rekla je tamo idemo, moja žena Maria, idemo tamo jer tamo moramo biti. Und Ende der 80er Jahre bin ich mit meiner gesamten Familie hierher gekommen, weil mich damals schon dieses Međugorje nicht mehr losgelassen hat. Krajem 80-ih ponovno sam bio ovdje sa cijelom svojom obitelji jer me Međugorje više nije puštalo. Und Ende der 98 war ich ebenfalls wieder mit meiner Gattin hier und sie hat mir einen Rosenkranz geschenkt. Und dieser Rosenkranz hat auch mein Leben verändert. 98. ponovno sam bio ovdje sa svojom suprugom i ona mi je poklonila jednu krunicu koja je promijenila moj život. Meine Geschichte, sie beginnt in der ersten Septemberwoche 2001, also vor 10 Jahren. Moja priča počinje u prvom tjednu rujna 2001, dakle prije 10 godina. Wir hatten in einer Woche die Hochzeit meines ältesten Sohnes. Meine Frau legte sich nächsten Tag mit einer Grippe ins Bett. Slavili smo vjenčanje mojega sina, nakon čega je moja žena legnula u krevet jer ju je uhvatila gripa. Nach zwei Tagen hatte ich einen Arbeitsunfall, musste in das Spital eingeliefert werden und in dieser Zeit ist sie zu Hause gestorben. Dva dana kasnije imao sam autonesreću, prometnu nesreću. Dospio sam u bolnicu i dok sam ja bio u bolnici, ona je preminula. Und seit diesem Tag habe ich begonnen, täglich für sie den Rosenkranz zu beten. I od toga dana, svakoga dana, za nju molim krunicu. Aber meine Geschichte war noch nicht beendet. Ali to nije kraj moje priče. In den nächsten sechs Monaten starben alle meine Freunde. Tijekom sljedećih šest mjeseci poumirali su svi moji prijatelji. Ich wurde angesprochen immer wieder, was dir in deinem Leben alles passiert ist. Warum bist du nur so fröhlich geblieben? Ljudi su me stalno iznova pitali, nakon svega što ti se dogodilo u životu, kako možeš biti tako radostan? Und meine Antwort war, er hat mich behütet und beschützt. Dieser Rosenkranz hat mich getragen durch diese Zeiten und deswegen bin ich immer fröhlich geblieben. Ja sam im odgovarao, ova me krunica zaštitila, spasila, sačuvala. Ona me tijekom svih tih dana pomagala i zato sam ostao radostan. Ein Jahr nach dem Tod meiner Frau bin ich wieder hierher gekommen. Nakon smrti moje žene ponovno sam došao ovamo. Ich habe eine Dankeswallfahrt gemacht und habe mich bedankt bei der Gottesmutter für 29 Jahre Ehe
To je bilo hodočašće zahvalnosti. Došao sam zahvaliti Gospi za 29 godina braka koji smo imali. Und nun kommt meine Erkrankung. 2004 hatte ich einen Arbeitsunfall. I onda sam se razbolio. 2004. Imao sam nesreću na poslu. Und binnen drei Wochen bekam ich die Krankheit Morbus Sudeck. Das ist eine quasi Knochenauflösung in der linken Hand. Nakon toga sam, tri tjedna nakon toga sam dobio bolest koja se zove Morbus, ne znam kako. To je bolest koja zahvaća kosti u lijevoj ruci. Mein Leben war geprägt von Knochenschmerzen in der linken Hand, von Auflösungserscheinungen. Und die linke Hand war sehr geschwollen und ich war arbeitsunfähig. Dakle, cijeli mi je život bio obilježen tim bolovima u lijevoj ruci koja je bila neprestano natečena i nisam mogao raditi. Ende 2005 war ich austherapiert. Das heißt, ich habe gewusst, dass ich mit dieser Krankheit leben werden muss. 2005. Na kraju godine smo završili sve terapije i objasnili su mi, postalo mi je jasno da ću s tom bolešću morati živjeti cijeloga života. Es kam dann der Jänner 2006. Da onda je došao siječan 2006. Da kam meine jüngste Schwester im Jänner zu mir und erklärte mir, sie hat Brustkrebs in Endstadium. U siječnju 2006. K meni je došla moja najmlađa sestra i rekla mi je da ima karcinom dojke i to u posljednjem stadiju. Diese Nachricht hat mich sehr erschüttert, weil meine Frau mit 50 Jahren gestorben ist und jetzt steht auch meine Schwester mit 50 Jahren am Ende ihres Lebens. Ta me je bolest duboko potresla, jer je moja supruga sa 50 godina preminula, a evo i moje sestre koja sada sa 50 godina ide kraju života. Ich habe mich daher entschlossen, über den Palmsonntag 2006 hierher nach Medjugorje zu fahren, um für meine Schwester um Heilung zu bitten. Tada sam odlučio da ću za Cvjetnicu doći ovamo u Međugorje i moliti za ozdravljenje moje sestre. Einen Tag nach dem Palmsonntag bin ich am Abend in die Kirche gegangen, um 17 Uhr, wenn der Gebetsabend beginnt. Dan poslije Cvjetnice u 5 sati bio sam u crkvi kada počinje večernji molitveni program. Ich habe mich in die Kirche hinten ganz rechts hingesetzt, weil ja so viele Leute in der Kirche waren und habe mir ein kleines Plätzchen gesucht, um auch mitzubeten. Sjeo sam otraga desno, sasvim otraga, crkva je bila prepuna. Ja sam našao jedan mali prostor tako da i mogu zajedno s drugima moliti. Auf einmal nach dem zweiten Rosenkranz beginnen auf einmal in meinen Kopfschmerzen, die sich auch in den Herzbereich zogen. Nakon druge krunice u mojoj glavi su počeli bolovi koji su silazili prema srcu. Ich wollte aufstehen und die Kirche verlassen. Es war mir aber nicht möglich. Htio sam ustati i izaći iz crkve, ali nisam mogao. Und jetzt kommt ein Punkt, der hat mich das erste Mal in meinem Leben aus den Angeln gehoben. Auf einmal wurde an mich die Frage gestellt, bist du zum Sterben bereit? I tada mi se nešto dogodilo, nikad mi se nešto slično nije dogodilo u životu. Čuo sam pitanje, jesi li spreman umrijeti? Ich war ganz außer mir, weil ich dachte mir, was soll das und wer will schon sterben? Bio sam potpuno izvan sebe i pitao sam se, pa šta ovo znači, pa tko hoće umrijeti? Aber dieser Fragesteller wollte von mir eine Antwort haben. Ali taj koji je postavio pitanje, od mene je tražio odgovor. Und ihr werdet es nicht glauben, meine Antwort war, ich könnte mir keinen besseren Platz vorstellen, wie hier zu sterben. A zamislite koji je bio moj odgovor, rekao sam, ne mogu si zamisliti bolje mjesto gdje da čovjek umre nego ovdje. Kaum hatte ich meine Antwort gegeben, hatte ich eine kleine Vision. Tek što sam dao svoj odgovor, imao sam jednu malu viziju. Ich sehe in Bruchteilen von Sekunden,
wie sich mein Brustkorb öffnet und ich schaue auf mein eigenes lebendes Herz. U jednom dijeliću sekunde vidio sam kako mi se otvara prsni koš i gledam svoje vlastito živo srce. Und in diesem Augenblick begannen mir die Tränen zu fließen. Ich habe geweint wie ein kleines Kind. U tom trenutku počele su mi teći suze. Plakao sam kao malo dijete. Und mit einem Schlag waren meine Schmerzen weg und ich dachte mir, auch die Knochenschmerzen sind verschwunden. Kao rukom odnesene nestale su sve moje boli i rekao sam samom sebi, pa i bolovi u kostima su nestali. Ich begann meine linke Hand wieder zu heben. Podigao sam lijevu ruku. Meine Fingern wieder zu berühren. Mogao sam micati prstima. Die Hand zu drehen in alle Richtungen, was vorher alles nicht gegangen ist. Ruku okretati u svim smjerovima, što prije toga nije bilo moguće. Und da habe ich ganz voll und bewusst, aber ohne Angst mitbekommen, du erlebst deine eigene Heilung. I tada sam sasvim svjesno, u potpunoj svijesti shvatio, ti proživljavaš svoje vlastito iscjeljenje. Und ich sagte ganz laut, Gottesmutter, nicht für mich. Ich bin nicht für mich da. I onda sam glasno rekao, Majko Božja, pa ne za mene, nisam došao zbog sebe. Und dann habe ich zugeschaut, wie die geschwollene Hand sich verändert hat, wie sich die Hand wieder eingerichtet hat und es war alles in Ordnung. I gledao sam kako oteklina na ruci splašnjava, ruka je postala potpuno kao i uvijek i sve je bilo u redu. Ich habe an diesem Abend der Gottesmutter mein Leben geschenkt. Te sam večeri Majci Božjoj poklonio svoj život. Ich habe gesagt, Gottesmutter, du nimmst mich an der Hand und du gehst mit mir. Rekao sam, Majko Božja, uzmi me za ruku i idi sa mnom. Im Nachhinein gesehen war es so, dass sie mich beim Wort genommen hat. Dass sie mich beim Wort. Kada čovjek pogleda kasnije, onda shvaća da me je doista uzela za riječ. Ich bin dann nach Hause gekommen und in meiner Familie waren alle bestürzt, dass ich gesund wieder heimgekehrt bin. Vratio sam se kući i u mojoj obitelji su svi bili zapanjeni da sam ozdravio. Eine meiner Schwiegertöchter arbeitet in Eisenstadt im Spital. Jedna od mojih snaha radi u Eisenstadtu u bolnici. Und die hatte von Ostersonntag auf Ostermontag Nachtdienst. I ona je od uskrsne nedjelje na ponedjeljak imala noćnu smjenu. Und sie hat zu mir gesagt, das müssen wir uns anschauen, nimm alle deine Befunde mit und wir schauen sie das auf den Röntgenbildern an. I ona je rekla, to moramo pogledati, ponesi sa sobom sve svoje nalaze i to ćemo pogledati na rentgenu. Im Krankenhaus Eisenstadt wurden die Aufnahmen gemacht. U bolnici u Eisenstadtu napravili smo snimke. Und dann hat der Oberarzt die Bilder verglichen, die Röntgenbilder verglichen, jene, die ich mitgebracht habe und jene, die neu gemacht worden sind. I onda je glavni liječnik usporedio te rentgen snimke, one prijašnje koje sam donio sa sobom i one koje smo upravo bili napravili. Und es wurde festgestellt, dass es zwischen diesen Röntgenbildern keinen Unterschied gibt. I onda su utvrdili da među tim rentgenskim snimkama nema razlike. Das ist jetzt auch nach drei ärztlichen Gutachten immer noch so. Nakon tri liječnička pregleda još uvijek je stvar takva. Meine Krankheit ist bis zum heutigen Tag, das sind jetzt 5 Jahre her. Prošlo je 5 godina i dan danas moja bolest immer noch voll ausgebrochen, aber sie macht mir nichts mehr. Prema nalazima bolest je tu, ali ona uopće na mene ne utječe. Jetzt komme ich zu meiner Schwester. Sada ću govoriti o svojoj sestri. Meine Schwester ist am 29. November 2006 verstorben. Moja sestra preminula je 29. studenog 2006. Im Nachhinein denke ich mir, kada pogledam unatrag, onda pomislim, für mich war es bestimmt, sie mit zum Sterben zu begleiten. Bilo mi je određeno da ju pratim na putu umiranja. Sie musste gehen, aber für mich ist etwas
noch anderes, ein Berufungsweg im Raum gestanden. Ona je morala otići, ali za mene je bilo nešto drugo u zraku, jedan poziv. Und ich bin 2006 noch über den 8. Dezember hierher nach Međugorje gefahren. 2006. 8. prosinca bio sam ponovno u Međugorju. Weil ich spürte, dass ich gerufen werde. Jer sam osjećao da imam poziv. Und ich habe hier meine Berufung erhalten. Ovdje sam Dein primio. Weg wird sich verändern. Dein Weg wird ein anderer werden. Primio svoj poziv. Govorilo, znao sam, tvoj put će se promijeniti, tvoj put će postati drugačiji. Ich habe alles zurückgelassen, meinen Beruf. Sve sam ostavio, svoj posao. Meine Funktion als hoher Funktionär des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes. Svoju funkciju, bio sam visoki funkcionär vatrogasne službe u Donjoj Austriji. Hab mit der theologischen Ausbildung begonnen. Počeo sam studirati teologiju. Und bin derzeit auf den Weg zum Diakon. I sada sam na putu za đakonsko ređenje. Sofern mir Gott die Gnade gibt, werde ich am 29. September 2012 in Wien zum Diakon geweiht. Ako Bog da, u Beču ću biti zaređen za đakona 2012. na godinu. Für mich selber, ich habe die Perle meines Lebens gefunden. Što za sebe mogu reći da sam našao biser svojega života. Mein Weg zum Diakon ist nicht ein Weg der Dankbarkeit. Moj put đakonata nije put zahvalnosti, sondern ein Weg der Berufung. Nego put poziva. Und ich gehe diesen Weg mit Begeisterung. Tim putem idem s oduševljenjem. Und ich glaube, alle wir, die hier sitzen, haben alle unseren Berufungsweg. I mislim da mi svi koji ovdje sjedimo, svatko ima svoj poziv, svoj put. In unserer Familie zu Hause. U obitelji, kod kuće. In unserem Beruf. Na poslu. Bei unseren Freunden und in unserer Freizeit. Kod prijatelja, u slobodnom vremenu. Wir sollen auf den Ruf Gottes hören in unseren Herzen, denn ein jeder hat seine Gaben. Trebamo slušati Božji poziv u našem srcu, jer svatko ima svoje darove. Daher habe ich mir gedacht, dass es so wichtig ist. I zato sam mislio da je tako važno. Diese Botschaften der Gottesmutter Maria, die sie uns hier gibt. Gospine poruke koje nam Marija ovdje daje. Und den Geist Međugorjes mit nach Hause zu nehmen in unsere Welt. Ponijeti kući sa sobom u te poruke u naš svijet. Die Mutter Gottes hat uns ja gesagt. Majka Božja nam je rekla. Friede soll herrschen zwischen Gott und den Menschen. Mir mora vladati između Boga i ljudi. Und wenn dieser Friede herrscht, dann wird auch Friede unter den Menschen sein. I ako vlada taj mir, onda će biti mir među ljudima. Hier in Međugorje, ovdje u Međugorju, wo der Himmel die Erde berührt. Gdje nebo dodiruje zemlju. Hier ist Maria, die uns zu Jesus führen will. Ovdje je Marija koja nas želi voditi Isusu. Gehen wir diesen Weg mit ihr gemeinsam. Idimo tim putem zajedno s njom. Ich möchte ganz kurz schließen mit einer Botschaft. Želio bih završiti jednom porukom. Mit einem Teil von 25. März 1988. Od 25. ožujka 88. Meine lieben Kinder, vergesst nicht, draga djeco, ne zaboravite, dass euer Leben vergänglich ist wie eine Frühlingsblume, da je vaš život prolazan kao proljetni cvijet, die heute wunderschön ist koje je danas predivan, und von der man morgen nichts mehr weiß. A o kojem se sutra više ništa ne zna. Deshalb betet so, zato molite tako, dass euer Gebet und eure Hingabe an Gott da vaša molitva i vaše predanje Bogu wie ein Wegweiser werden. Budu poput putokaza. So wird euer Zeugnis nicht nur für euch,
Tako vaše svjedočanstvo neće biti samo za vas, sondern für die ganze Ewigkeit einen Wert haben. Halleluja! Nego će imati vrijednost za svu vječnost. Halleluja!